Sie haben für 300 Euro Herrn Kevin Kuska ersteigert. Warum haben Sie die Aktion unterstützt? Die Idee, das zu verbinden, dass der Kevin den Weihnachtsbaum schlägt und wir tatsächlich was Gutes tun können, die fanden wir sehr charmant. Und heute sind wir in der schönen Situation, dass wir den Baum gefällt haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit Weihnachten, dass die, die ein bisschen mehr haben, denen, die ein bisschen weniger haben, dann auch gerne was abgeben. Und das haben wir gerne getan. Kevin Kuska, wie finden Sie die Aktion, die es ja so in Potsdam noch nicht gab? Also sehr, sehr gut. Wir Sportler können uns ruhig mal auch außerhalb engagieren. Und ich mache das sehr, sehr gerne, auch gerade für die Kinder. Und Weihnachten ist ein Familienfest und wenn es eben halt manchmal nicht zu Hause funktioniert, ich komme zum Glück aus einem intakten Familienhaus und deswegen macht man sowas natürlich sehr, sehr gerne vom Herzen. Also doch, Feines. Und jetzt ja. Rein hier rutschen. Wir werden den Baum jetzt hier aufstellen, sichtbar für alle Bewohner, damit auch bei unseren Bewohnern. Der Wohnraum ist sehr beengt. In den Wohnungen gibt es schwer nur die Möglichkeit, Bäume aufzustellen. Deshalb haben wir uns für die Draußenvariante entschieden. So haben alle Bewohner unseres Hauses jeden Tag den Blick auf den Weihnachtsbaum und sind festlich eingestimmt für die Feiertage. Und Sie hatten schon mal so kräftige Unterstützung beim Aufstellen des Weihnachtsbaumes? Ja, eher selten, aber ab und an kommt es schon vor. So Prominente vor allem? So Prominente bisher noch nicht. Da sind wir natürlich ganz besonders stolz drauf. Das ist eine sehr, sehr schöne Aktion. Gerade für bedürftige Mütter und Kinder, die, wie es in dem Fall ist, die vielleicht nicht so viel Geld haben, dort einen Weihnachtsbaum zu spenden von einem Sterncenter, jetzt, der mich da ersteigert hat als die segnende Person. Finde ich sehr, sehr schön, eine sehr, sehr gute Idee und engagiere mich da auch weiter.